großer Andrang bei der Universum History Vorarlberg Preview Tor zum Westen. Die Doku-Reihe ist eine Reise durch 100 Jahre Geschichte in den Bundesländern. Hau ab jetzt. Eiern, bitte. Wir erwischen die, bringen die um. Im siebten Teil wird die Geschichte der Montafoner Schmugglerbrüder Juhen erzählt, die mehr als 40 Juden über die grüne Grenze in die Schweiz brachten. Am meisten hat mich fasziniert, dass hier von einem Menschen berichtet wird oder von mehreren Menschen berichtet wird, die gegen den Strom geschwommen sind. Das macht mich sehr an, sowas. Grenze ist ein nach wie vor aktuelles Thema und natürlich die Grenze zwischen Vorarlberg und dem Montafon ist auch historisch eine besonders spannende Grenze, die unglaublich viele Facetten der Grenzüberschreitungen zu bieten hat. Wir vom ORF Vorarlberg bemühen uns immer, Vorarlberg ins nationale Schaufenster zu stellen. Und wenn es diesmal mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts gelingt, freut mich das umso mehr. Die jungen Nachkommen sind heute noch stolz auf die Fluchthelfer. Der Film für sie eine positive Aufarbeitung. Das ist ganz, ganz interessant, also dass man mal ein anderer Blickwinkel, dass man das einfach aufschafft, was da bei uns im Unterfuhr passiert ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass man überhaupt, dass diese Geschichte von unserem Großvater ja, jetzt noch einmal Aufmerksamkeit bekommen hat. Für die Schauspieler waren die Dreharbeiten in der alpinen Bergregion aufregend. Ich habe so original alte Schuhe aus den 30er Jahren angehabt mit so richtig harten Sohlen. Wir haben ja da im Gelände quasi über den Berg drüber rennen müssen und es war stellenweise anstrengend, ja. Das war ja Hetz einfach, dass man da mal mitspielen konnte. Ein großer Vollmond, eine Riesenlampe. Dann ist natürlich die Frage, warum flüchten die bei Vollmond, sagt der Kameramann, weil es so ein Hörspiel wird. Die Erlebnisse der Fluchthelfer Juhen, ein Dokudrama, das beeindruckt. Aufgrund von Spielszenen, Dinge einfach auch direkt zu zeigen, und das ist eine tolle Geschichte. Und ich glaube, dass es genau die richtige Mischung gefunden hat. Ich habe teilweise hinhockt und den Gedanken gehabt, mit den besorgten Sachen eigentlich nie los, hätte ich den Mut aufgebracht, um so zu reagieren, wenn wir heute auch Sachen haben. Universum History Vorarlberg wird am 12. Dezember in ORF 2 zu sehen sein.